So Leute, ich möchte mal darüber sprechen, dass deine Unterhose deine Spermien tötet oder deine Fruchtbarkeit mindert. Und zwar durch, und das ist eigentlich gar nicht der Punkt, den ich jetzt hier ansprechen möchte, aber ich möchte ihn trotzdem einfach mal erwähnen. Und zwar, wenn du Unterhosen anhast, die zu eng sind, also die wirklich deine Klöten einengen, ja. Ist nicht gut, auch wenn ich eher selber immer noch ein Freund davon bin, solche Unterhosen anzuhaben. Also Unterhosen, die wirklich ja, enger sind und alles intakt halten, als ja diese Boxershorts. Also ich bin eher einer, der diese engere Variante trägt als Boxershorts, wo deine Klöten halt guten Freiraum haben. Genau, also da bin ich auch nicht der Beste. Im Optimalfall trägt man halt eher Boxershorts oder gar keine Unterhosen, einfach um deinen Eiern Freiraum zu lassen und Bewegungsfreiraum zu lassen. Weil wenn sie wirklich zu sehr einengen, dann können sie sich nicht bewegen, können sie sich nicht ausbalancieren und können auch, ja, wenn es wirklich eingeengt ist, dann kann es auch zu warm werden. Und zu viel Wärme ist, ja, deine Klöten sind empfindlich, was Wärme angeht. Und deine Spermien ebenfalls. Also ja, eher luftigere Unterhosen als engere. Obwohl ich selber auch eher ein Typ bin, der engere trägt. Aber jetzt mal zu dem Punkt, zu dem eigentlichen Punkt, der eigentlich deine Spermien und deine Fruchtbarkeit mindert. Und zwar der Stoff deiner Unterhose. Also trägst du Baumwolle, trägst du Leinen, trägst du, was gibt's noch, Hanf vielleicht. Also trägst du natürliche Stoffe und bei der Baumwolle natürlich im besten Falle auch Biobaumwolle, um mögliche Farbstoffe, chemische Farbstoffe zu umgehen und Bleichungen und so weiter. Oder trägst du Polyester oder andere Kunststoffe? Denn das ist absolut, ja, absolut schlecht, wenn man. Ja, es gibt das wirklich. Es gibt wirklich Unterhosen aus 100% Polyester. Besonders bei Frauen, soweit ich weiß. Aber auch bei Männern gibt es Unterhosen, die 100% aus Polyester oder einem anderen Kunststoff gemacht worden sind. Und das den ganzen Tag an deinen Klöten zu haben, ist geisteskrank. Ist wirklich geisteskrank. Und es ist so einfach zu ändern. Es ist so einfach zu ändern, wenn man es weiß. Wenn man weiß, was diese Unterhosen aus Polyester und so weiter mit einem machen, dann einfach nur das. Den Fehler oder das Problem beheben, fertig aus. Weil, ja, Polyester ist Plaste. Polyester ist Plaste, Polyester, beziehungsweise deine Haut nimmt Polyester auf. Deine Haut nimmt alles im Grunde auf, was mit der Haut in Kontakt kommt. Auch hier dieser Plastestift gerade. Dieser Plastestift wird zu einem gewissen Maß wird das durch meine Haut aufgenommen. Zwar vielleicht nicht in großen Mengen, dennoch nimmt man durch die Haut viele, viele, viele Dinge auf. Also du nimmst nicht nur Dinge, die du trinkst oder isst, in deinen Körper auf, sondern auch Dinge, die auf deine Haut kommen und die du anfasst. Und ja, dann kannst du dir vorstellen, was da unten abgeht, wenn deine Eier, deine wertvollen Kronjuwelen mit diesem Scheiß in Kontakt kommen und beziehungsweise den ganzen Tag in Kontakt sind. Und besonders wenn es dann auch noch warm ist, wenn da Hitze entsteht, wenn da Wärme entsteht, dann kann dieses Plaste, dieses Polyester, diese mikroplastischen Partikel können dann noch einfacher in deine Klöten dringen. Und ja, viele werden wissen, dass Plaste und Testosteron, Plaste und Spermien, Plaste und Fruchtbarkeit nicht gerade eine sehr freundschaftliche Verbindung aufweisen. Deshalb an alle, die solche Unterhosen tragen aus 100% Polyester oder aus 100% Kunststoff. Ich zum Beispiel bin auch noch nicht optimal unterwegs. Das möchte ich natürlich dann auch bald ändern. Meine Unterhosen sind momentan aus Baumwolle, 98% oder so und dann 2% Elastan. Also ist auch nicht optimal. Geht besser, indem man halt 100% Baumwolle sich kauft und im besten Falle Bio-Baumwolle. Da werde ich eines Tages auch noch hinkommen. Genau, aber momentan ist es halt erstmal so. Und ja, auf jeden Fall, wenn du weiterhin darauf bestehst, dir gefällt diese Unterhose, die du gerade trägst aus 100% Kunststoff, die gefällt dir so gut, dann okay,
tu es auf eigene Gefahr. Aber bitte, 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 ein Tipp, den ich jetzt jedem geben kann, dann einfach in der Nacht ausziehen und irgendwas anderes anziehen oder gar nichts anziehen. Aber wenigstens dann in der Nacht, weil die Nacht ist in der Regel, es sind 8 Stunden, das ist auch wieder eine lange, lange Zeit. Und da kann man dann halt zumindest den wertvollen Kronjuwelen mal etwas Luft geben, etwas gesunde Luft geben. Und da braucht man dann in der Nacht wirklich nicht irgendwie nochmal oder immer noch diese Polyester-Scheiße anhaben. So Leute, das soll es mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn dem so ist, dann wisst ihr, was zu tun ist. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.